Ahoi, liebe Kombüsenfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt's gesehen, weil ihr das lest, was wir hier fabrizieren. Es gibt mal wieder lecker Essen. Der Kombüsenchef macht es sich halt halb schwer, halb leicht. Ja, eigentlich ist es ein einfaches Gericht. Genau. Es ist kein One-Pot-Gericht, dazu kommen wir aber bald. Aber wann geht's jetzt eigentlich los mit diesem Video? Nach dem Intro. Bist du sicher? Wie immer. Marcel hat schon das Buch. Genau. Was wir geschenkt bekommen haben von deiner Mama. Genau. Ja. Eintopfgerichte. Und da ist nicht nur ein Eintopf, also im Sinne von hier Kartoffeleintopf und so weiter, sondern das sind wirklich eine Eintopf, also One-Pot-Gerichte auf Englisch so schön gesagt. Genau. Man kann es übrigens auch in Deutsch machen, wie man sieht. Suppen, Eintöpfe, Pasta, Getreide, Kartoffeln, Süßes und einfach easy. Und davon wollen wir auf jeden Fall auch mal was machen, weil das wurde ja schon mal gesprochen, könnt ihr nicht mehr One-Pot-Gerichte, also noch einfacher im Camper es machen. Dazu, liebe Leute, gibt es in der dritten Staffel Ja. Dann die Videos. Das dauert noch. Und die dritte Staffel, die kommt frühestens Ende des Jahres. So viel zu diesem Thema, das müsste schon mal gesagt werden. Genau. So, was brauchen wir denn heute, weil wir machen ja Gyros mit Pommes. Genau, die Pommes sind noch im Gefrierfach. Genau, weil die brauchen wir erst später. Und ja, man kann Pommes natürlich auch selber machen. Kartoffeln schneiden Ja. Und dann klein machen. Aber ganz ehrlich, warum sollten wir es tun? Wir wollen es ja einfach haben. Ne? Ja, theoretisch könnte das auch mit Rosmarinkartoffeln, die wir ja schon mal gemacht haben, zeigen. Also das Ganze machen. Nein, geht ja auch. Pommes. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Ich habe hier Fleisch vom Schweinerücken genommen. Das heißt, das mache ich gleich in schöne Scheiben und so weiter. Das seht ihr gleich. Dann brauchen wir eine Zwiebel. Das ist ganz wichtig. Gyros. Genau. Gyros-Würze ist auch ganz wichtig, logischerweise. Bisschen Öl. Das Öl habe ich jetzt noch da im Kühlschrank. Und für, wir braten das Ganze. Das ist ein Pfannengyros. Also braten wir das Ganze in der Pfanne. Und für die Pommes nutzen wir den Omnia. Das heißt, da kommen die Pommes rein und die werden dann zwischendurch mal geschwenkt und dann ist das auch gut. Also die werden übrigens auch ziemlich gut da drin, das muss ich ehrlich sagen. Natürlich, wir haben den Omnia mit in Silikonform, wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit in der beschichteten Form, werden sie wahrscheinlich sogar noch knuspriger. Kann sein, vielleicht ist es aber auch, dass sie da anbrennen oder sowas, ich weiß es nicht. Ausprobieren. Genau, wir machen jetzt eins und zwar... Das Fleisch, das wird jetzt geschnitten und mariniert. Genau, das wird eingelegt, sodass das auch schon ein, zwei Stunden, je länger, umso besser. Also ihr könnt es auch einen Tag vorher machen, dass er das schön einlegt. Dann ist das natürlich schön durchgezogen und so weiter. Das ist natürlich umso besser. Ein sehr leichtes Gericht, was auch sofort und sehr schnell und easy geht. Nein, das ist etwas... Der Aufwand ist nicht so hoch. Es ist draußen regnerisch, wir können nichts machen. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, das kann man jetzt einfach vorbereiten und gut ist. Und das ist das Schöne an diesen... Gerichten. So, und Uwe. Jetzt zeigen wir Stefan, nicht Uwe, hier wird nicht Uwe. Doch, das war Uwe von Iris und Uwes Womo-Welt. So. Ja, unfassbar. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir wollen jetzt, dass du das zerhäckselst, zerschnetzelst und alles kaputt machst. Das machen wir. Und das zeigen wir euch jetzt.
ordentlich vermatscht, vermischt, klein geschnitten. Ja, Zwiebel ist dran, Gewürz ist ordentlich dran. Also das muss man so ein bisschen nach Geschmack machen. Ich mag das gerne, wenn das schön nach... Ist was runtergefallen? Hat es ausgesehen, aber war nicht. Nee. Ich mag es gern, wenn das schön nach Gyros schmeckt sozusagen. Und ja, was genau, wir jetzt machen... Man könnte jetzt auch eine Paprikapulver natürlich ranmachen. Also hat man verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist aber kein Gyros mehr. Und jetzt geht das wieder in den Kühlschrank, ne? Das kann jetzt ziehen. Mal sehen, wo es hinzieht. Und das wird jetzt so ungefähr 2 Stunden, werden wir das jetzt einfach ziehen lassen. Genau. Und ja, dann geht es weiter in diesem Video. Und ihr habt jetzt das schöne Vorteil, dass ihr jetzt nicht 2 Stunden warten müsst. Ihr habt wieder nur Augen auf, Augen zu, Augen zu, Augen auf und schon. Kleiner Tipp, wenn ihr das mittags... Jetzt doch, jetzt schon weiter. Doch, ja, kleiner Tipp, wenn ihr das essen wollt, und zwar mittags essen wollt, macht es nach dem Frühstück gleich fertig und dann könnt ihr es mittags essen. So. Und wenn man es abends essen will? Ja, dann macht das halt zum Mittag oder auch zum Frühstück und dann ist es schön lange durch. Was ist, wenn man das nachts essen will? Weiß ich nicht. Da macht man es gar nicht. Keine genau. Ahnung. Normalerweise, also und was jetzt richtig cool ist an diesem Gyros, wir hatten ja mal Kadi dabei, die ja kein Fleisch isst oder nicht. Nee, die kein Fleisch isst, Vegetarier. Ist Vegetarierin. Mhm. Und wir hatten das tatsächlich in unserem Kuwi gemacht. Sie kam. Man hat nichts kochen. Das ist das Coole hier am Malibu. Deshalb kochen wir hier gerne so gern. Da auf Querlüften weg ist es. Und schon ist es weg. Das ist aber so gut. Weil dann jetzt viele sagen, oh, das kann doch riechen. Wenn richtig trockenes Wetter wäre, wie es gerade nicht ist, dann könnte man das natürlich draußen auch auf dem Dings machen. Ne? Haben wir auch schon mal gemacht auf mit meinen Eltern. Auf dem Safari-Chef. Aber wir machen es hier drinnen, weil es hier drinnen geht. Mhm. So, ich glaube, wir haben es schon mal in Norwegen gemacht. Wir haben das in Norwegen gemacht? Ja. Mit deinen Eltern? Ja. Da haben wir Fisch. Nee, auch in Norwegen, beziehungsweise Entschuldigung, es war noch Schweden. Es war Schweden und dann sind wir über, was ist das da oben, Lappland darüber, nach Norwegen. Nächsten Tag. Wenn du das sagst? Ja. Ich kann mich daran nicht daran erinnern. Ich aber. Ich glaube, ich gucke mal jetzt Videos. Dann. Ich gucke mal in den 2 Stunden jetzt Videos, damit ich das mir nochmal daran erinnern kann. Könnt ihr ja auch mal machen, dann seht ihr, ob es richtig war oder nicht, ne? Nochmal, wir machen jetzt Augen zu und Augen auf, dann geht's weiter. Sag mal, hast du es nicht verstanden? Ja. Wollen wir es trinken? 3 Stunden später. Und wir saufen immer noch. Wir saufen immer noch. Und wir sind total noch, aber dafür sind wir sehr nüchtern, muss ich sagen. Mhm. Wir haben noch gar nichts getrunken. Wir haben das jetzt mal uns zurecht mal gemacht, weil wir gesagt haben, dass wir jetzt anfangen zu kochen. Und dann gibt es so einen kleinen Koch-Aperitif sozusagen dazu. Naja. Gehört sich einfach dazu. Ja. Ja, wir waren in der Zeit fleißig, haben im Hintergrund wirklich Videos geschnitten. Auch den einen Vortrag für den Caravansalon. Genau, den schottischen Vortrag, der ist geschnitten. Das dauert auch immer sehr lange. Ja, nächstes Wochenende müssen wir den norwegischen machen, weil wir haben nicht alle Materialien mitgebracht, deshalb hat das jetzt gedauert. So, damit habt ihr ein bisschen Reisevlog in Buggys Kombüsenstudio, weil von diesem Wochenende gibt es definitiv kein Video. Es ist auch nur am Regnen, also es macht gar keinen Sinn. Aber wir machen halt was Schönes zu essen und daran wollen wir euch ja teilhaben lassen. Genau, das heißt, du holst mal... Das raus? Ja, das Fleisch und wir brauchen noch Pommes, ne? Wir brauchen Pommes. Pommes. Ich habe da noch ein Eis. Du hast auch 2 Eis, ja. Ja. Ich packe das mal jetzt woanders hin. Das muss er woanders hin. Genau, damit er da auch rankommt. Es schneit. Es schneit. Ist das eklig. Ja, so warm ist es aber auch nicht. Jo, dann werden wir mal ein paar Pommes vorbereiten in den Omnia. Ja, nee, ist klar. Bom. So weit sind wir doch noch nicht, oder? Doch. Wir können das alles vorbereiten. Hier ist der Omnia. Und dann, weiß ich nicht, brauchen wir das Gitter noch? Das weiß ich doch nicht. Dann musst du doch wissen. Hallo, wer ist denn hier der Kombüsenchef? Hast du doch schon ein paar von den Dingern gezogen? Nein. Ich mache hier übrigens das Gitter rein und da lege ich die Pommes drauf. Dann hoffe ich, dass die... Nee, das war beim letzten Mal Mist. Das lassen wir weg. Wisst ihr, ich frag nochmal, der wievielte ist das? Der erste. Ich glaub's irgendwie nicht. Genau, das ist ja das Problem wahrscheinlich. Nein, also ich bin hier kein Alkoholiker oder sowas. Nee, wir machen das hier mal kurz fertig und dann geht's weiter. So sieht's aus. Unser Kombüsenchef ist absolut nicht bei der Sache. Ja, wieso bin ich nicht bei der Sache? Weil wir eben gerade festgestellt haben, das würde euch auch passieren,
Das passt gar nicht. Ja, klar. Da ist der Omnia. Hier ist die Pfanne. Ja, wir haben ja eine große Pfanne, weil wir ja auch relativ viel schönes Gulasch, wollte ich gerade sagen. Wenn wir jetzt Gulasch haben, bist du im falschen Film. Nein, schönes, schön viel, na. Gyros. Gyros haben. So, jetzt habe ich es. Oder du hast es eher gehabt, sag gehabt. Kommt gleich ein Duft von Zwiebel. Ach, das hat mich um. Nein, auf jeden Fall, es passt natürlich nicht. Also auch die kleine Pfanne würde nicht dazu passen. Aber wir haben unseren Safari-Chef. Es ist halt ein Zweigrill-Gericht. Ja, genau. Jetzt machen wir da den Deckel drauf, dass ich den hier anstellen kann. Das heißt, du müsstest mir den mal geben. Da, ich habe einfach jetzt nur die Pommes da reingegeben und dann an das Ganze erstmal auf Volldampf und dann drehen wir es wahrscheinlich ein bisschen runter. Auf mindestens, also mittlere Stufe muss es mindestens bleiben, weil wir wollen ja auch ein bisschen schöne, ich sag mal, krosse Pommes haben. Also muss ein bisschen mehr Hitze auch auf jeden Fall haben. Vielleicht muss man da auch eine Weile noch auf Volldampf lassen. Genau. Du guckst so skeptisch. Wir werden dann hier wieder das Fenster aufmachen. Jetzt haben wir einen Vorteil. Also. Dadurch, dass Stefan da unten brutzelt. Ja, genau. Ihr seht das jetzt schlecht, weil ich bin halt davor. Ja, der dicke Mann ist davor. Kann ich halt höchstens mal runtergehen. Genau. Knie nieder. Und. Haben wir aber da im Bad das Fenster auf. Dann geht es halt einfach so raus. Genau. Problem gelöst. Also ich muss es noch ganz aufmachen, aber das kriegen wir hin. Und gerade es regnet auch nicht. Also wir können das auch wirklich ganz aufmachen und schon gehen die Gerüche da weg, weil sonst wären wir sehr dicht natürlich. Genau. Für Schlafzimmer. Ich fange übrigens beides an. Ich habe hier einen Deckel für unsere Pfanne. Den empfehle ich euch auch. Den kann ich dann draufpacken, weil dann wird das ein bisschen zarter, wenn es schon ein bisschen länger im Gange ist. Ja, dass das so ein bisschen daher brutzelt sozusagen. Ne? Ja, und mehr gibt es jetzt nicht zu machen. Wir brutzeln das Ding jetzt an. Also nicht den Wagen, sondern das Fleisch. Das Fleisch, die und Pommes. Dann melden wir uns, wenn das Essen fertig ist, oder? So machen wir das. Also es ist jetzt nichts Besonderes, es ist einfach nur zack, fertig, zusammenbrutzeln und gut ist die Kiste. Und lecker. Und lecker. Ich trinke dann einen, ne? Ja, ich mache das auch gleich. Ich werde erstmal das Fleisch reinpacken. Es ist soweit. Ja, es ist jetzt so eine Stunde, ne? Genau, eine Stunde hat das jetzt gedauert, aber dafür sind sie dann aber auch nicht knusprig. Ja, es kommt halt drauf an, welche du hast, ne? Also es gibt welche, die sind knuspriger, andere sind nicht so knusprig. Das ist halt hier, die hier wäre knuspriger. Nachweisen. Wie immer haben wir unser Pommesgewürz vergessen, aber wir haben Salz. Ja, das geht auch. Wunderbar. So einfach ist es. Pommes kannst du kaufen. Mhm. Gyros ist eigentlich nur ein Stück Schweinerücken. Ja. Ein gutes Gyros-Gewürz, Zwiebeln und das war es dann schon. Ja, also im Endeffekt, du musst ab und zu mal rühren und das war's. Also du hast ja nicht so viel zu tun, deswegen ja. Genau. Geruchsintensiv, ja, aber muss eins sagen, also wir haben jetzt immer noch auf. Das zieht jetzt ab sozusagen und das ist danach ist das hier wieder okay. Also das, bei uns ist das kein Problem mit den Gerüchen. Es ist wunderbar und lecker essen und theoretisch, man braucht nicht so viel, ein einfaches Essen. Und deshalb stoßen wir auf den Kombüsen-Chef an. Ja, und auf euch und auf dich und auf alle und so weiter und so fort. Ne? Und dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.